Heute begrüße ich Sie recht herzlich wieder aus Oberschwaben, kurz nach einer Ballonfahrt. Hinter mir sehen Sie noch, wie aufgeräumt wird, wie der Ballon zusammengelegt wird, der Korb verstaut wird, all diese Dinge. Wenn man so in den Morgen hinein startet, in einem Ballon, in diesem Korb darunter, dann sieht man wieder die Welt mit anderen Augen. Man sieht es von oben, man sieht die Felder, die Häuser. Und immer wieder so dieser Blickwechsel, der damit verbunden ist, den finde ich interessant. Es ist ein Perspektivenwechsel. Man sieht es jetzt von oben, nicht von unten oder von der Seite. Man ist in diesen Perspektivenwechsel richtig eingebunden. Und das kann man bei so einer Ballonfahrt wunderbar erleben, dass eben die Perspektiven sich wechseln. Vielleicht brauchen wir das sowieso öfters im Leben, dass wir mal die Perspektiven wechseln, indem wir einen anderen auch fragen, wie er darüber denkt oder wie er das einordnet. Oder indem wir überhaupt mit anderen ins Gespräch kommen über das, was wir so gesehen haben. Wir werden das gleich auch mit den anderen, die im Korb waren, wir waren zu siebend, einfach mal zurückblicken und sagen, was hast du so alles gesehen? Was hast du so wahrgenommen? Ich glaube, diesen Rückblick und den Perspektivenwechsel, auch in der Religion oder auch im Leben immer wieder so zu vollziehen, ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt für ein gelingendes Leben. Ihnen allen einen gesegneten Tag, Ihr katholischer Fernsehseelsorger Pater Alfred Schmidt.